Der Hamburger Hafen und AIDA Cruises haben die weitere Zusammenarbeit beschlossen. Damit bleibt Hamburg weiterhin eine regelmäßige Anlaufstelle für AIDA-Schiffe, auch während der Wintermonate. Die Tinte ist trocken, die Zusammenarbeit verlängert. Weitere 5 Jahre möchte Hamburg mit AIDA Cruises kooperieren. Die aktuellen Zahlen könnten gar nicht besser aussehen. Wir werden dieses Jahr garantiert die 1 Million Passagiere knacken. Das ist das beste Kreuzfahrtergebnis, was wir in Hamburg je hatten. Und das geht eben auch nur, wenn man verlässliche Partner hat. Verlässlichkeit spielt auch beim Thema Klimafreundlichkeit eine Rolle. Viele von den Kreuzfahrtschiffen, die uns besuchen im Jahr, kommen von AIDA. AIDA war die erste Reederei, die sich in Hamburg mit uns verpflichtet hat, das Thema Landstrom weiter voranzubringen. Viele andere sind gefolgt, das freut uns sehr. Und dieses Long-Term Agreement, also die Verpflichtung, auch weiterhin Hamburg mit einer relevanten Zahl von Anläufen zu besuchen, die ist für uns sozusagen eine Versicherung dafür, dass sich die Investitionen in den Landstrom, die wir tätigen, auch lohnen. Aber lohnt es sich auch für die Bürgerinnen und Bürger? Hamburg hat seine Vorreiterrolle im Landstrombetrieb betont. Doch die Reedereien sind nicht verpflichtet, diesen auch zu nutzen. Deshalb sagen viele Nein, denn der Landstrom ist teurer als die umweltschädlichere Alternative Kraftstoff. Die Stadt gibt für die Landstromanlagen viele Millionen Euro Steuergeld aus, um die gesundheitlichen Risiken für die Bevölkerung zu minimieren. Deswegen ist es doch durchsichtig, dass sich die Stadt um eine Verpflichtung drückt. Statt sich schützend vor die Bürgerinnen und Bürger zu stellen, stellt sich der Senat vor die Industrie. In Altona gibt es seit 2017 eine Landstromanlage, doch diese wird nur selten genutzt. Die AIDA-Schiffe legen meistens in Steinwerder an. Weil der Großteil der Schiffe etwas größer ist als AIDA Sol, die wir haben, und das Terminal drüben in Altona, in Steinwerder natürlich auch größer ist und für diese Schiffe auch ausgelegt ist, gibt es dann letztendlich auch Restriktionen hier an diesem Liegeplatz, welche Größe hier anlegen kann. Und deswegen ist Steinwerder da eben das Terminal, wo diese Schiffe eben angelegt werden. Ende des Jahres soll dort eine weitere Landstromanlage errichtet werden, doch ohne die Nutzungspflicht bleibt sie eben nur eine Option. Eine europaweite Landstrompflicht für Kreuzfahrtschiffe soll es dann 2030 geben.